Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute an dieser bedeutenden und alten Universität eine Vorlesungsreihe eröffnen zu können, die mit dem Thema Licht sich beschäftigt. Das Problem für mich ist, dass es in Heidelberg nicht ganz einfach ist, etwas Neues zu dem Thema zu sagen, denn es gibt in Ihrer schönen Stadt eine ganze Reihe oder gab auch eine ganze Reihe von hellen Köpfen, die sich mit Licht beschäftigt haben. Ganz aktuell Stefan Hell, Nomen est Omen, der in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie bekommt, nicht für Physik, weil er sich mit Licht beschäftigt hat. Er hat hier in dieser Stadt, der ja immer noch verbunden ist, die hochauflösende Lichtmikroskopie begonnen zu entwickeln. Oder andere Nobelpreisträger, Theodor Hensch, gebürtiger Heidelberger, hat hier studiert, promoviert und hat hier Arbeiten begonnen, die ihm zum Nobelpreis 2005 gebracht haben. Er hat sich mit Laserspektroskopie beschäftigt und diese baut ja auf Erkenntnissen, die hier das erste Mal in dieser Stadt gedacht und gefunden worden sind, nämlich von Kirchhoff und Bunsen, die Spektralanalyse, die uns gelehrt hat und immer noch lehrt, dass wir über das Licht unsere Welt besser erkennen. Wir können Licht analysieren und wissen dann, wie die Materie aufgebaut ist. Wir können aber nicht nur an einem Labortisch vielleicht kleine Strukturen damit untersuchen, sondern wir können auch Licht analysieren, was von den Sternen, von den Galaxien zu uns kommt. Wir brauchen nur die entsprechenden Instrumente und das Wissen dazu. Und so wissen wir, was da oben in Anführungszeichen passiert. Also eine ganze breite Palette von Prominenz und Kompetenz. Und nun stehe ich hier und muss nun etwas Neues sagen. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht. Ich werde mein Bestes tun und das Problem, was ist Licht, vielleicht von einer Seite beleuchten, die Sie einen Experimentalphysiker vielleicht gar nicht so zumuten. Okay, wie ist der Vortrag aufgebaut? Ich werde zuerst einmal etwas zur Problematik der Fragestellung sagen. Was ist Licht? Was ist irgendetwas? Das ist eine Frage nach dem Wesen und da tun sich die Physiker etwas schwer. Sie antworten nämlich nicht, was etwas ist, sondern sie bieten nur Modelle an, Erklärungsmodelle, mit denen sie dann den einen oder anderen Effekt ganz gut hinbekommen. Und ich werde Ihnen das aktuelle Modell vorstellen. Das ist Licht als Strom von Quanten. Und dabei wird hoffentlich klar, dass dieses Modell einerseits unglaublich effizient ist. Wir haben eine ganz moderne Technik, die wir heute Photonik nennen. Und diese Technik, die Beleuchtung, unsere Displays, unsere Digitalkameras, das ganze Internet und die Kommunikation über Telefon, das läuft ja alles über Licht, über die Glasfasern. Also diese Photonik ist sehr erfolgreich einerseits. Andererseits, wenn wir uns dieses Modell angucken, diesen Quantenstrom, dann ist dieses Modell außerordentlich widersprüchlich und geht eigentlich an unseren Erfahrungen völlig vorbei. Und diesen Widerspruch möchte ich heute versuchen, etwas aufzulösen und zeigen, dass wir trotzdem, wir solche Bilder benutzen, die wir nicht bis ins Tiefste verstehen, doch sehr erfolgreich sein können. Und damit Sie einen Einblick kriegen, wie wir zu diesem merkwürdigen Bild gekommen sind, möchte ich Sie auf einen kleinen historischen Exkurs mitnehmen, um zu zeigen, wie die Menschheit über die Jahrtausende sich allmählich an dieses Phänomen herangearbeitet hat. Und wenn wir dann in der Gegenwart sind, wird dann klar werden, hoffentlich, dass das Nachdenken über Licht uns an Grenzen führt, an Grenzen, die wir selbst haben, natürlich, aber auch an die Grenzen dessen, was man überhaupt wissen kann über die Welt. Und ja, wenn Sie dann mit einem etwas, ja, sagen wir mal, guten Gefühl herausgehen, dass man nicht alles in der Welt erklären kann, dann ist dieser Vortrag eigentlich ein Erfolg. Okay, fangen wir an. Was ist Licht? Was ist das? Was ist das? Mit diesen Worten beginnt einer der bekanntesten Romane der deutschen Literatur, nämlich die Buddenbrooks. Die haben erstmal gar nichts mit dem Licht zu tun. Aber Thomas Mann beschreibt in der ersten Szene, wie die kleine Toni, 8 Jahre alt, etwas Auswendiggelerntes
hersagen muss. Es handelt sich dabei um den Katechismus und sie gelangt immer wieder oder sie kommt immer wieder an Grenzen, weil sie was vergessen hat und nicht so richtig den Wortlaut genau kennt. So, wer sich mit der Biografie von Thomas Mann beschäftigt, der weiß, dass Thomas Mann die Schule abgrundtief gehasst hat. Er hat es wahrscheinlich deswegen auch nie bis zum Abitur gebracht, aber trotzdem kennen wir natürlich eine ganze Menge großartiger Literatur von ihm. Und in dieser Literatur, da gibt es immer wieder kleine Sentenzen, die sich mit sehr allgemeinen, auch naturwissenschaftlichen Sachen beschäftigen. Und hier merkt man richtig, wie Thomas Mann um die Begriffe ringt. Er benutzt nämlich nicht die Terminologie der Fachleute, sondern er nimmt die eigene Sprache her und versucht, den Gegenstand auf den Punkt zu bringen. Und übers Licht beispielsweise lässt er seinen Pharao in der Josefstetralogie sagen: Selige Helligkeit, die sich das Auge schuf, ihr zu begegnen. Dieser Satz hat mir so gefallen, dass ich ihn gleich als Motto für diesen Vortrag gewählt habe. Also wie begegnen wir dem Licht, dem wir eigentlich unsere Existenz zu verdanken haben, denn ohne Licht gäbe es uns ja gar nicht. Wenn wir in der Naturwissenschaft etwas versuchen zu erklären, also das Thema Licht jetzt, dann machen wir das Folgende, wir versuchen etwas Bekanntes oder etwas Unbekanntes, was wir uns oder anderen erklären wollen, auf etwas Bekanntes zu reduzieren. Und wenn wir das können, können wir sagen, wir haben etwas verstanden. Also das Thema Licht, was ist Licht? Wir müssen das auf etwas anderes herunterbrechen, dass man sagen kann, ja, wir können es vergleichen mit dem oder dem. Und da haben wir aber mit Licht unsere Probleme. Es ist so, dass wir sagen können, Licht ist ein Strom von Quanten. Das lernt man in den oberen Klassen der Gymnasien. Aber wenn wir diese Definition jetzt oder diese Begriffsbildung jetzt auswendig her sagen können, kriegen wir vielleicht eine gute Note in der Schule. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir das Ganze auch verstanden haben. Andererseits ist es so, dass wir, wenn wir irgendetwas aufsagen und diese Dinge dann ständig hinterfragen, also was ist Strom und was sind Quanten, dann kommt man allmählich an eine Grenze, dass man selber nicht mehr weiter weiß und dass die anderen auch nicht mehr weiter wissen. Wir müssen uns also in einer gewissen Weise in einer Unschärfe bewegen, die wir und mit Begriffen operieren, die wir nicht bis ins letzte Innere begriffen haben. Und trotzdem sind wir erfolgreich. Trotzdem, auch die Physik, die ja angeblich so ganz exakt ist, benutzt Begriffe und Bilder, die eigentlich bis ins Letzte nicht verstanden sind. Und trotzdem gibt es dann eine wunderbare Technik, die daraus entsteht. Ja, jetzt das Bild vom Licht. Was ein Strom ist, das wissen wir. Das wissen Sie auch. Sie haben einen Strom in Ihrer schönen Stadt, den Neckar, eine gerichtete Bewegung von Wasserteilchen. Wir kennen Wind als Luftstrom. Und diese sinnlich erfahrbaren Wahrnehmungen können wir auch übertragen auf andere Ströme, die wir vielleicht nicht sehen. Also zum Beispiel auf den elektrischen Strom. Und das hat man auch gemacht. Obwohl man den Strom jetzt nicht sehen kann, hat man also angenommen, da fließt irgendetwas, ohne dass man wusste, was. Und konnte damit eine ganze Menge erklären. Man hatte zwei Arten von Elektrizität gefunden, die man dann Plus und Minus nannte. Man hätte es auch anders nennen können, aber Plus und Minus war anschaulich. Und man wusste, dass dieses Plus und Minus nach irgendeinem Ausgleich strebt und dass da irgendetwas fließen soll. Also legte man legte fest, dass das, was da fließt, Teilchen sein sollten. Und diese müssten positiv geladen sein und sie sollten von Plus nach Minus fließen. So, ein schöner Strom. Und damit konnte man eine ganze Menge machen. Insbesondere das 19. Jahrhundert hat dann eine sehr effiziente Technik entwickelt, die Glühlampe, den Motor, den Generator und so weiter. Bis man dann 1897 J.J. Thomson den eigentlichen Träger des elektrischen Stromes fand. Und das war das Elektron. Und es stellte sich raus, dieses Teilchen ist negativ geladen und geht gerade die andere Richtung, als man sich das immer vorgestellt hatte. Naja, aber davon ließen sich die Elektrotechniker überhaupt nicht irritieren. Die rechnen bis heute mit der falschen Richtung. Die sagen, wir haben es einmal festgelegt und wir bleiben dabei.
Und es ist immer wieder lustig, wenn man also Bücher zur Elektrotechnik liest, auf der ersten Seite, wo das Phänomen Strom erklärt wird, dann macht man immer irgendwelche Klimmzüge, um zu erklären, dass es eigentlich andersrum ist, aber man benutzt doch die Richtung und dann versucht man irgendwelche Ionen als Beispiel zu bringen, die natürlich auch eine positive Ladung haben und die sich genauso bewegen, wie man es festgelegt hatte. Aber in den Drähten, da bewegen sich Elektronen eben von Minus nach Plus. So, also Sie sehen schon, dass die Problematik Modell und was wir festlegen, ist eine Sache und was man damit machen kann, eine andere. Es kann sich durchaus widersprechen. So, beim Licht, da tun wir uns nun schwer. Beim Strom haben wir also diese Teilchen gefunden, aber was bewegt denn Licht beispielsweise? Also wenn wir sagen, ein Strom, eine gerichtete Bewegung, aber was treibt einen Strom, einen Lichtstrom zum Beispiel von da oben hier runter, was treibt das Licht von der Sonne 150 Millionen Kilometer in 8,5 Minuten mit rasender Geschwindigkeit auf die Erde? Also das wissen wir nicht. Ja, und wir können das nicht gleich erfahren. Und deswegen merken Sie schon, also die Sache mit dem Vergleich mit dem Strom ist schon etwas schwierig. Beim Wasserstrom haben wir die Gravitation, die Erdanziehung. Beim Luftstrom haben wir Druckunterschiede, beim elektrischen Strom haben wir also die elektrische Anziehung. Aber was treibt Licht an, diesen Strom? Und dann kann man sagen, naja, das ist das eine und dann kommt das andere. Was bewegt sich denn beim Licht in diesem Strom? Und da lernt man nun, dass das Quanten sind. So, die Quanten, was ist ein Quant? Und wenn man jetzt etwas Bekanntes, Unbekanntes mit etwas Bekannten erklären muss, also die Quanten, nehmen wir jetzt mal an, wir wissen nicht, was das ist und wir suchen etwas, was so ähnlich ist, sodass man sich das dann vorstellen kann, dann kommt das Schlimme und man muss sagen, Quanten gibt es in unserem Alltag überhaupt nicht. Quanten haben Eigenschaften, die wir von nichts kennen. Also die haben Eigenschaften beispielsweise von kleinen Bällen. Also wenn ein Ball irgendwo an eine Wand stößt oder eine Glasscheibe, kann da was kaputt gehen. Das gibt es beim Licht nicht ganz so, aber wir können auch messen, wenn da ein Quant an die Wand schlägt. Da gibt es einen Kraftstoß, das kann man messen. Wir können diese Quanten zählen, also wie kleine Kügelchen einerseits. Andererseits haben diese Quanten Eigenschaften wie ausgedehnte Wellen. Ja, das kennt man auch noch vom Meer. Aber dann haben Quanten Eigenschaften, die sind so merkwürdig, dass man sich es gar nicht vorstellen kann. Also ein Quant kann hier sein und ein Quant kann da sein. Dazwischen kann es aber nicht sein. Und es lässt sich aber auch nicht trennen und teilen. Also ein Quant kann merkwürdige Zustände einnehmen und sowas gibt es eben im Alltag nicht. Und trotzdem können wir mit diesem Bild eine ganz effiziente Technik entwickeln. Also uns geht es ein bisschen wie den Elektrotechnikern. Wir nehmen etwas an und es stellt sich heraus, wir können damit eine ganze Menge erklären. So, wie kommen jetzt Leute auf dieses Bild von dem Quanten? Nun könnte man ja meinen, ja, jetzt hat er irgendwas in die Welt gestellt, einen Strom von Quanten, und versucht uns jetzt zu erklären, dass das sehr merkwürdig ist. Gibt es denn keine anderen Bilder? Also könnte man nicht sagen, Licht ist ein Strom von irgendetwas anderem, was man anfassen kann. Nein, das geht eben nicht, weil es bestimmte Effekte gibt, die man da nicht erklären kann. Oder man könnte sagen, naja, also vielleicht ist das ganze Konzept des Stromes falsch. Kann ja auch sein, ja, also dass man irgendwas anderes hat, aber keinen Strom, aber das geht auch nicht. Also man hat versucht, andere Modelle zu entwerfen und hat festgestellt, ja, ich kann das nicht erklären, aber alle Modelle können wenigstens Teile erklären, außer ganz sinnlose, die gibt es natürlich auch. Aber im Prinzip sind wir mit unserem Wissen, dass Licht ein Strom von Quanten ist, ganz gut gefahren. Aber wie sind wir nun auf dieses merkwürdige Bild gekommen? Zunächst mal hat ja Licht etwas mit Sehen zu tun. Ich sehe Sie, weil Licht von oben auf Sie fällt und von dort gestreut wird und in meine Augen gelangt und dort wird ein Reiz ausgelöst und zum Gehirn geführt und ich nehme sie wahr. Also das ist das, was wir heute kennen. Aber das ist ja eine ziemlich abstrakte Geschichte. Ja? Wenn ich sehe, sie anschaue, dann stelle ich einen Kontakt her, dann merke ich, dass da jemand zuhört. Oder ich sehe was, oder ich merke jemanden, oder ich bemerke jemanden, der nicht zuhört. Und das wirkt auf mich zurück. Also ich
bin der, der sieht. Und es ist also kein Wunder, dass dann unsere Altvorderen, insbesondere die Griechen, auf die Idee gekommen sind, sehen hat was mit dem zu tun, der sieht. Der also irgendetwas aussendet, also wie ein Radar würde man heute sagen, und was dann zurückkommt. Und das, was zurückkommt, wirkt dann auf den. Und da gibt es also die ersten Versuche von Pythagoras, bekannt durch seinen Satz, in 600 vor Christus ungefähr. Der hat gesagt, also da gibt es Ausdünstungen, die aus dem Auge herausgehen, die das Objekt abtasten und dann zurückwirken. Oder Empedokles etwas später meinte, also aus dem Auge treten Strahlen heraus, wir erleuchten die Welt durch unseren Blick. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, weil wir sprechen ja heute noch vom Augenlicht, obwohl wir ja kein Licht produzieren. Also, aber diese Dinge waren Spekulationen. Es gab andere Möglichkeiten von den frühen Atomisten, die meinten, von allen Gegenständen würden sich hauchdünne Schichten ablösen und in unsere Augen kommen. Aber beweisen konnte man das auch nicht. Was man konnte, war die Tatsache feststellen. Und die Tatsache ist, der Blick geht geradeaus. So. Und da hat Euklid, bekannt durch seine Geometrie, wahrscheinlich war es Euklid, wir wissen nicht genau, ob er der Urheber dieser Schrift war. Euklid hat eine Geometrie des Sehens entwickelt und er ging dabei von falschen Vorstellungen aus, nämlich von den Sehstrahlen, die vom Auge ausgehen. Ja. Aber, wenn Sie jetzt diese Zeichnung ansehen, es ist eigentlich egal, wie rum das Licht fließt oder strömt. Ja, er hat untersucht, Licht, der Blick geht offenbar geradeaus und wenn Sie also auf der rechten Seite beispielsweise das Bild sich anschauen, so kann man die einzelnen Strahlen weiterverfolgen, die werden nach einem bestimmten Gesetz, nach dem Reflexionsgesetz, zurückreflektiert und das Auge verlängert die Strahlen beispielsweise nach hinten und entwickelt ein Bild davon. Und es ist egal, ob die Strahlen nun so rum oder so rum gehen, wir können erklären, wieso Bilder am Spiegel entstehen. Mit diesem Strahlenmodell. Wir können erklären, warum es das Licht flimmert, wenn es auf die eine etwas unruhige Oberfläche, einer Wasseroberfläche zum Beispiel trifft und so weiter. Wir können eine ganze Menge erklären, wir können die Perspektive erklären, dass nahe Dinge groß erscheinen, weit entfernte Dinge klein. Also dieses Modell der Sehstrahlen funktionierte, auch wenn es falsch war. Wir benutzen es heute noch, die Optiker benutzen heute noch dieses Strahlenmodell. Ja, man hat dann auch später noch festgestellt, oder ja, auch Euklid kannte das schon, dass Licht auch ab und der Blick abgelenkt wird, wenn es beispielsweise durch Wasser hindurch geht oder durch Glas. Auch das konnte man mit Strahlen erklären. Und dieses Bild blieb sehr lange bis in das Mittelalter hinein präsent. Es gab hin und wieder andere Überlegungen, aber man blieb bei diesem Strahlenmodell, bis man dann erst, und in dem Falle waren das dann islamische Wissenschaftler, die Sache etwas genauer untersucht haben. Nachdem Rom untergegangen war, war ja nur noch also das Byzantinische Reich übrig, wo Wissenschaft getrieben werden konnte, oder die islamischen Reiche. Und einer, der Al-Hazen hieß, oder Ibn al-Haytham im Original, Al-Hazen ist die latinisierte Form, der hat die Sache genauer untersucht und hat nun unser Auge auch anatomisch untersucht. Und hat nun festgestellt, ja, das geht so ähnlich zu wie bei einer Kamera Obscura. Wenn Sie das so sehen, das Licht von dem Pfeil, von der Pfeilspitze hat nur eine Möglichkeit, in das Innere dieser dunklen Kammer, denn nichts anderes heißt Kamera Obscura, zu kommen, nämlich nach unten zu kommen. Und das Licht von unten kommt nach oben, sodass wir also ein auf den Kopf gestelltes Bild erzeugen. Und Al-Hazen hat dann noch draußen einige Lampen positioniert und hat dann vermessen, wie das Bild dieser Lampen sich im Inneren gestaltet und konnte das Ganze also schön mit dem Strahlenmodell erklären. Aber hier sind die Augen vollständig weg. Also das Bild von dem Sehstrahl war dann mehr oder weniger passé. Also man wusste, das Licht geht von außen nach innen. Und so eine Kamera ist die Urform unseres Auges. Ja, also man beschrieb das Ganze mit Strahlen weiterhin. Das Wissen kam dann über Spanien, Sizilien, auch nach Europa an die neu entstandenen Universitäten. Und dort hat man dieses Wissen weiterentwickelt,
hat also neue eigene Erfahrungen dazu gepackt. Aber die Wissenschaft im heutigen Sinne, auch diese Wissenschaft hier, hat man so nicht betrieben. Also man hat sich zunächst erstmal mit der reinen Beobachtung und mit den Argumenten für und wider beschäftigt, ohne auf das eigentliche Wesen der Sache zu kommen. Also ab und zu tauchen mal Spekulationen auf, aber das Strahlenmodell war schon ganz brauchbar. Und das hielt auch noch eine ganze Weile, bis Anfang des 17. Jahrhunderts dann. Ach so, Entschuldigung, ich muss vielleicht noch zurückgehen. Es war ja so, dass man auch ganz praktisch das Licht nutzte. Also man wusste zum Beispiel um die vergrößernde Wirkung von gewölbten Gläsern. Ja, deswegen hat man im 11. Jahrhundert so solche Lesesteine entwickelt, wo man also gewölbte oder Linsen oder Kugeln auf den Text legte, sodass man dann der drohenden Altersschwäche des Sehens entgegenwirkte. Also das konnte man alles und irgendwann hat man diese Lesesteine dann auch aufgehoben und vor die Augen geführt, bis man dann im Jahre 1280 die ersten Brillen entwickelte hat. In Italien war das. Inwiefern nun so ein Strahlenmodell dabei Pate gestanden hat, wissen wir nicht. Aber es ist anzunehmen, dass das keine Rolle gespielt hat. Man hat einfach probiert und festgestellt, wenn ich Linsen vor die Augen bringe und wenn ich die an irgendeinen Mützenschirm oder in ein Gestell befestige, dann habe ich etwas, was mir hilft. Ja. Das war das. Also es wurde einfach probiert. Die Wissenschaft hinkte da ziemlich schnell oder stark hinterher. Man wusste nicht, wie man sich diesen Strahlenverlauf erklären sollte. Und das blieb auch so, als man dann zwei Linsen hintereinander positionierte und dann mal durchguckte. Und das war dann erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als das Fernrohr oder das Mikroskop erfunden worden ist. Und selbst Galilei, den wir ja kennen als den ersten, der so ganz effiziente Teleskope entwickelt hat und damit in den Weltall geguckt hat, in das Weltall geguckt hat, der wusste nicht, wie das mit den Strahlen so geht. Er hat also überlegt und ja, verschiedene Linsenkombinationen ausprobiert. Der erste, der den Strahlengang wirklich konstruieren konnte, war der große Gegenspieler von Galilei, Johannes Kepler. Der hat wirklich konstruieren können. Er wusste aber nicht, wie das Licht wirklich gebrochen wird. Also dieses Gesetz, dieses Brechungsgesetz, wie wir es heute nennen, kannte er noch nicht. Aber er konnte zumindest den Strahlengang konstruieren und so Bilder erklären. Das Brechungsgesetz selbst, also das Verhältnis der Winkel zueinander von einfallenden und gebrochenen Strahl, hat dann einige Jahrzehnte später Snell gefunden, geometrisch formuliert. Descartes hat es dann mathematisch formuliert, so wie wir es heute in den Lehrbüchern finden. Und ab da konnte man also Strahlen, ohne dass man wusste, was es war, berechnen, nicht nur konstruieren. Es war nun so, dass im 17. Jahrhundert, Wende zum 18. Jahrhundert, nicht nur Optik betrieben wurde in der Wissenschaft, natürlich nicht, auch und vor allem Mechanik. Und da steht der ganz große Name Isaac Newton da. Newton hat die Mechanik axiomatisch aufgebaut und konnte zeigen, dass man mit dieser Mechanik eigentlich so ziemlich alles erklären kann, was sich irgendwie bewegt. Im Himmel noch etwas besser als auf der Erde, weil auf der Erde schienen die Verhältnisse etwas komplizierter zu sein. Aber jedenfalls war klar, die Mathematik ist ein Mittel, wie wir die Welt beschreiben können. Und die Welt erschien seit Newton und vor allen Dingen dann auch bei seinen Nachfolgern als berechenbar, mechanisch berechenbar, als Maschine, wenn Sie so wollen. Und es lag nahe, dass man dann sagte, naja, wenn sich die Welt als Ganzes schon fast wie eine Maschine beschreiben lässt, dann müsste das Licht doch auch. Also Licht, diese Strahlen, da müsste irgendetwas fliegen, was genau die gleichen oder was den gleichen Gesetzen folgt, wie wir sie von materiellen Dingen kennen. Naja, und weil die Theorie von Newton, seine Gravitationstheorie, so unglaublich erfolgreich war, hat man also an der Natur des Lichtes kaum gezweifelt und hat gesagt, okay, das müssen irgendwelche Teilchen sein, auch wenn wir noch nicht wissen, was für Teilchen das sind. Aber es gab natürlich eine ganze Menge von Sachen, die Newton nicht erklären konnte und auch seine Zeitgenossen nicht. Zum Beispiel, wenn Licht auf einen Regentropfen fällt, kennen wir das, gibt es den Regenbogen. Wenn Licht auf ein Prisma fällt, kann es zerteilt werden. Dieses Licht, diese verschiedenen Farben haben unterschiedliche Eigenschaften. Sie wirken auf uns ja auch anders. Also das konnte man mit dieser Teilchenvorstellung nicht erklären.
Es ist auch so, dass sich Lichtstrahlen überkreuzen können, durchdringen können, ohne dass sie sich beeinflussen. Auch das konnte man nicht erklären. Bei einigen Kristallen war es so, dass sich der Lichtweg aufspaltet. Wir hatten zwei verschiedene Sorten von Licht. Das erinnerte an zwei verschiedene Sorten von Elektrizität. Deswegen nannte man diesen Effekt dann Polarisation. Also wusste man auch nicht, was das war. Und dann gab es beispielsweise Strukturen, die hatten gar keine Farbe und plötzlich hatten sie eine, also ganz dünne Schichten. Wir denken da an Seifenblasen beispielsweise. Auch das konnte man nicht erklären. Also mit diesem Teilchen- und Strahlenbild, was dann vor allen Dingen die Nachfolgenden nach Newton propagierten, Newton selbst war gar nicht so ein starker Teilchenbefürworter, mit diesem Teilchenbild konnte man nicht alles erklären. So gab es also alternative Ansätze. Zunächst mal Ansätze waren das. Und da ging zum Beispiel Descartes, der also auch das Brechungsgesetz formuliert hat, davon aus, dass ja Licht sich wie eine Art Druck fortpflanzt. Er dachte sich ein Medium, was er dann Äther nannte, ein hypothetisches Medium, weil man es nicht nachweisen konnte. Man konnte es bis zum Schluss, bis heute nicht nachweisen. Aber er ging davon aus, dass es so ein Medium geben sollte. Das kann man sich vorstellen als winzig kleine Kügelchen, die aneinander stoßen und wenn dann in der Mitte irgendwo eine Wirkung ist, dann breitet die sich aus. Also man kann das auch als Welle sehen. Also wenn Sie einen Stein auf einen Teich werfen, bilden sich solche Wellen, die nach außen hin konzentrisch sich ausbreiten. Und diese Vorstellung wurde dann aufgenommen von Huygens, von Hooke, von Grimaldi und anderen. Und es wurde ein Wellenbild entwickelt. Und man sagte, ja, damit konnte man auch eine ganze Menge erklären. Auch die Strahlen, man nahm an, da wird ein Teil herausgeschnitten aus dieser Bewegung, so wie wir es hier bei diesen gelben Linien hat. Und das können wir eben als Strahl sehen. Aber was denn das nun mit dem Äther ist, was diese unglaubliche Geschwindigkeit, die man dann auch bestimmte, 300.000 Kilometer in der Sekunde ausmacht, dieses Äther musste unglaubliche Eigenschaften haben. Also einerseits sehr kompakt, damit sich diese Geschwindigkeit schnell diese Welle schnell ausbreiten kann. Andererseits unglaublich flexibel, weil ja auch die Planeten um die Sonne herum müssten ja auch eigentlich auf diesen Äther stoßen. Also der hat ganz merkwürdige Eigenschaften, aber man konnte ihn nicht nachweisen, also war die Sache etwas schwierig. Und die Sache war nun die, dass man letztendlich dann Anfang des 19. Jahrhunderts einen Effekt sah, den man nur mit dieser Wellenvorstellung erklären konnte. Und das ist das, wenn Sie zwei Steine in den Teich werfen, dann bilden sich zwei Wellen, die sich überlagern. Und da kann es passieren, dass an manchen Stellen ein Berg auf ein Tal kommt und sich diese Welle auslöscht, wie man so schön sagt, oder auf anderer Stelle ein Berg auf einen anderen Berg und da die Welle doppelt so hoch wird. Also diese Vorstellung hatte der Engländer Young, die Beobachtung kannte er vom Wasser her und hat er auf das Licht übertragen und konnte damit erklären, wie es denn sein kann, dass Licht auch um die Ecke gehen kann. Ja, also Wasserwellen können ja auch etwas um die Ecke herum sich ausbreiten. Bei Licht ist das ähnlich. Der Effekt ist sehr klein, aber er ist nachweisbar. Und vor allen Dingen interessant wird es, wenn man Licht durch zwei Spalten schickt oder durch mehrere Spalten schickt, dann ergeben sich tatsächlich solche Muster, wie wir sie hier sehen. Und das kann man mit Teilchen nicht erklären. Aber die Front der Newton-Befürworter, Young war ja auch ein Engländer, die war gerade in England so stark, dass man das für Spekulation hielt. Ja, also der Young konnte zwar auch die Wellenlänge bestimmen, also der Abstand zwischen den zwei Bergen, so Mikrometer, also Millionstel Meter. Er konnte sogar zeigen, dass blaues Licht und rotes Licht unterschiedliche Wellenlängen haben und damit erklären, warum, oder zumindest eine Erklärung anbieten, warum verschiedenfarbiges Licht verschieden wirkt. Aber man hat es trotzdem nicht akzeptiert, sodass 15 Jahre später dann ein Franzose noch so ziemlich die gleichen Überlegungen anstellen musste, Fresnel, und auch zu Formeln gelangt ist, die diese Überlagerung oder die Reflexion, die teilweise Reflexion beschreiben. Und diese Formeln verwenden wir heute noch, die heißen Fresnelsche Formeln. Und da erst war klar, Licht musste eine Welle sein, auch wenn man nicht wusste, wie man die sich materiell vorstellen konnte. Und da kam nun ein bisschen Rettung, wenn ich es so nennen darf, von der Elektrizität. Das war so, dass Michael Faraday
sich bestimmte Phänomene nicht erklären konnte, die mit Elektrizität und Magnetismus zu tun haben. Und er entwickelte ein Bild. Er war nicht Akademiker, muss man wissen. Er war also nicht verbildet durch die Hochschule. Er hat in Bildern gedacht und nicht in Formeln. Und er hat sich vorgestellt, also ich kann mir ein Magnet vorstellen, das drumherum Kräfte wirken, und diese Kräfte veranschaule ich durch Linien. Und zwischen zwei geladenen Körpern kann ich mir auch diese Kräfte kann ich ja messen. Da kann ich mir also auch so einen Raum vorstellen, den ich mit Linien verdeutlichen kann. Und diesen Raum, wo die Kräfte wirken, nennen wir heute Feld. Er konnte das zwar mathematisch nicht unterfüttern, aber er konnte damit erklären, wie man zum Beispiel mit einem Magneten Strom erzeugen kann. Das war schon mal ganz ordentlich. Und dann kam zwei Jahrzehnte später, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, dann James Clerk Maxwell und hat diese Idee dann erweitert, mathematisch formuliert. Und er hat gezeigt, dass man mit vier Gleichungen so ziemlich alles erklären kann, was mit Elektrizität und Magnetismus zu tun hat. Nicht alles, aber einen großen Teil davon. Und dann ist es nun so, wenn man sich diese Gleichung anschaut, und sie für bestimmte Sachverhalte löst, dann stellt sich heraus, diese elektrischen und magnetischen Felder können sich von ihren Quellen lösen, also von den Drähten, durch denen der Strom fließt, oder von den Platten, wo das elektrische Feld herrscht, die können sich lösen und in Wellenform sich ausbreiten und das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit. Also mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das war natürlich kein Zufall, ne, dass man da gerade mal was mit Licht gefunden hat. Man war etwas verwundert. Maxwell konnte das selbst nicht nachweisen, aber 20 Jahre später, 1887, hat es dann für ihn Heinrich Hertz getan. Er war der Erste, der also elektromagnetische Wellen von seinen Quellen lösen konnte und das auch nachweisen konnte. Und siehe da, das verhielt sich alles wie beim Licht. Nur die Wellenlängen, die Abstände zwischen den Bergen und Tälern, die waren eben 1000 bis 1 Million Mal größer als beim Licht. Und das, was wir als elektromagnetische Welle heute beim Handy benutzen oder beim Radio und Fernsehen, das ist nichts anderes als Licht. Naja, als eine elektromagnetische Welle, und ist das gleiche wie Licht. Ja, und damit war es eigentlich klar, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Und es sind Kraftfelder, die sich periodisch ausbreiten, mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten. Das kann man alles nachweisen, nachmessen, alles ist in Ordnung, fast alles. Den Äther konnte man nicht finden, den braucht man nicht. Es ist ein Raum, wo Kräfte wirken. Und der Raum breitet sich aus, auch diese Kraftwirkung breitet sich aus. Es gab nur einige kleine Effekte, die man nicht erklären konnte. Man war der Meinung, oder ein Großteil der Physiker war der Meinung, am Ende des 19. Jahrhunderts, man wüsste nun mittlerweile alles, was die Physik ausmacht. Also man kannte die Mechanik, man hatte ein tolles Maschinenwesen da, man hatte die Elektrizitätslehre, man hatte die Wärme und die Optik. Alles funktionierte, man hatte prosperierende Technik da auch und Industrie aufgebaut. Alles ging super, aber einige kleine Effekte, die zufälligerweise auch mit dem Licht zu tun haben, die konnte man nicht erklären. Und ich möchte drei nennen, die man meistens nennt, wenn es um diese Revolution geht, die dann bevorstand. Es war folgendes. Zunächst mal war nicht geklärt, wie das mit dem Spektrum ist. Also seit Fraunhofer haben wir dunkle Linien in dem Sonnenspektrum gefunden. Kirchhoff und Bunsen haben diese Linien benutzt, um Elemente zu identifizieren. Also sie haben auch diese dunklen Linien als helle Linien erzeugt im Labor, in dem also bestimmte Materialien zum Leuchten gebracht werden. Aber wie diese Linien entstehen, das wusste man nicht. Das war das Erste. Das Zweite war, dass rotes Licht und blaues Licht völlig unterschiedliche Wirkung haben können. Wir wissen das selbst beim Sehen, aber andererseits gibt es auch direkte messbare Effekte. Rotes Licht beispielsweise, wenn das auf eine Platte fällt, auf eine Metallplatte, passiert gar nichts. Hingegen blaues oder violettes Licht, das erzeugt einen Strom. Das ist also so ähnlich, wie wenn Sie sich in Infrarotlicht legen, dann werden Sie nicht braun. Sobald Sie sich ein bisschen ins Ultraviolette legen, werden Sie sofort braun. Also es gibt unterschiedliche Wirkungen für unterschiedliches Licht. Und man müsste ja meinen, viel Licht hilft viel. Also viel rotes Licht müsste es doch eigentlich auch so ein Elektron rausreißen, aber das tut es nicht.
Also das konnte man nicht erklären, diesen sogenannten Fotoeffekt, diesen äußeren Fotoeffekt. Heute basiert darauf einen ähnlichen Effekt unserer Digitaltechnik, unserer Digitalkameratechnik. Also das war der zweite Effekt. Und das dritte war schon seit Jahrhunderten bekannt aus den Schmieden. Ja, wenn man Metall erhitzt, dann wird es erst warm und wärmer und dann fängt es an dunkelrot zu leuchten und dann hellrot und weißlich, gelblich, weißlich bis bläulich, Weißglut, Rotglut, diese Begriffe kannte man, aber erklären konnte man es nicht. Ja, man konnte das ausmessen, das hat man dann auch getan Ende des 19. Jahrhunderts, sehr akkurat diese spektrale Verteilung, diese Farben in Abhängigkeit von der Wellenlänge, aber erklären konnte man das nicht. So, das waren nun drei Lichteffekte, aber so umwerfend, dass man sagen könnte, die Welt ist dann nach der Erklärung eine andere, schien es nicht zu sein, aber es war tatsächlich so. Als man dann diese drei Dinge erklären konnte, war die Physik eine ganz andere geworden. Und zwar ging das los mit diesen strahlenden Körpern und Max Planck war derjenige, der sich da etwas überlegt hat. Es war so, und das war das Neue an der Sache, seine Vorgänger sind immer gescheitert, die haben nämlich ganz normal, wie das jeder macht, etwas oder machen würde, etwas Vernünftiges angenommen, vernünftige Annahmen getroffen und daraus versucht, etwas Vernünftiges abzuleiten. Das ist ja allgemein menschlich. Ja? Und bei Planck, der sich da nun sehr lange bemüht hat, war das anders. Er hat jetzt etwas salopp formuliert, etwas Widersinniges angenommen und es kam etwas Vernünftiges raus. Er konnte also diesen Verlauf ganz gut erklären. Was hat er angenommen? Er hat erstens angenommen, das, was da Licht erzeugt, diese schwingenden Systeme, was genau das war, von Atomen hatte man da nur noch eine ganz vage Vorstellung, also irgendwelche schwingenden Systeme, die kann man nicht genau beschreiben, sondern man kann nur Statistik treiben. Also man kann Mittelwerte sagen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, dieses System hat diese Energie oder diese Wellenlänge emittiert es, sondern ich kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas ansagen. Gut, das war schon seit Boltzmann in der Physik drin. Es war noch nicht ganz akzeptiert, die ganze Geschichte. Also damit kann man noch leben, dass man im Ensemble von großen Zahlen, wenn man da operiert, dass man dann eine Statistik benutzt. Das war noch akzeptabel. Was nicht akzeptabel war, war nun Folgendes. Also diese schwingenden Systeme sollten Energien haben. Die geben ja dann auch Energie ab. Aber diese Energie, die konnte nur mit bestimmten Werten auftreten. Also es konnte von irgendetwas 5 sein oder 6 oder 7, aber nicht 5,5. Also es gab bestimmte Portionen, wenn Sie so wollen, an Energie und diese Portionen nannte er Quanten oder ein Quantum. Also diese Portionen, die Energie ist also portioniert, das hat also den Max Planck eine etliche schlaflose Nächte bereitet, weil er ja gegen einen jahrhundertealten bekannten Grundsatz verstoßen hat, wonach die Natur keine Sprünge macht. Es gibt diesen Zustand, es gibt den und es gibt dann immer etwas dazwischen. Und hier sollte das nicht so sein. Es sollte diese Energie möglich sein und diese, aber kein Zwischenwert. Das klingt ziemlich konstruiert, aber als Ergebnis war, er konnte genau diese Verteilung hier mathematisch beschreiben. Erst hatte er so eine Formel erraten und dann passte das dann erstaunlicherweise mit diesen merkwürdigen Annahmen. Er sprach nur ganz vorsichtig von einer Hypothese, weil er war sich sehr unsicher. Er war ja auch ein bescheidener, zurückhaltender Mensch. Naja, aber die Sache blieb erstmal in der Welt. Und 5 Jahre später hat sich dann jemand gelangweilt an einem Patentbüro in Bern, weil er hatte keine akademische Anstellung bekommen und musste da einen Broterwerb nachgehen. Der Mann hieß Albert Einstein und hat dann in einem Jahr eine ganze Reihe von fundamentalen Arbeiten herausgebracht. Und eine davon war, diesen Quanten ein physikalisches Bild zu geben. Und das hängt mit dem Licht zusammen. Einstein hat nämlich nun gesagt, also wenn diese Systeme, die da schwingen, nur bestimmte Energien annehmen können, dann muss auch die Energie, die da reingeht oder rauskommt, also das Licht, nur bestimmte Mengen, nur bestimmte Portionen haben. Ja, es kann ja nicht sein, wenn irgendetwas schwingt, und etwas anderes schwingt, dass ich dann so halbe Portionen reingeben könnte, weil dann hätte das ja, was da schwingt, plötzlich einen anderen Wert, als es eigentlich haben könnte. Und er hat diese Lichtquanten, Einstein sprach dann von Lichtquanten, eingeführt und konnte damit diesen Effekt, dass rotes Licht bestimmte Wirkung hat und blaues Licht eine andere, erklären.
Blaues Licht hat eine hohe Frequenz, eine kurze Wellenlänge, das heißt, es schwingt schneller, es hat mehr Energie, als wenn es langsam schwingt. Und es scheint so zu sein, dass diese Quanten, diese Lichtquanten mit den einzelnen Elektronen nur 1:1 wechselwirken und nicht sich mehrere rote zusammentun, die wenig Energie haben und damit im Prinzip versuchen, das zu bewirken, was ein blaues kann. Das schien nicht zu gehen. Das war zwar etwas merkwürdig, ja, weil dieser alte Spruch viel hilft viel, ich hatte es schon mal gesagt, müsste eigentlich hier wirklich in irgendeiner Form machbar sein, aber es ging nicht. Ja. Also, Licht besteht aus Portionen. Ja, und damit war die Sache in der Welt. Aber man wusste nun nicht, wie diese Lichtportionen entstehen. Man konnte aber damit eine ganze Reihe anderer Effekte erklären. Und ein, der sich da auch sehr intensiv damit beschäftigt hat, war Niels Bohr. Ein paar Jahre später, 1913, hat er sich ein Modell ausgedacht, ein Atommodell, in dem er beschreibt, wie diese Lichtquanten aufgenommen werden und abgegeben werden können. Und dieses Atommodell wird häufig gescholten, aber es ist ganz brauchbar, wenn wir uns vorstellen, was ein Lichtquant ist. Der Niels Bohr ging davon aus, dass Elektronen bestimmte Zustände haben und wenn sie so ein Quant kommt, dann hebt sich dieses Elektron in einen anderen Zustand. Es ist erst hier, es ist dort, dazwischen ist es nie. Das ist merkwürdig, das ist schon merkwürdig. Und außerdem ist merkwürdig, dass diese Elektronen, man kann sich das vorstellen, dass das Elektron um einen Kern herum rotiert, dass das gar nicht rotieren kann, weil es dann laut Maxwell ständig elektromagnetische Wellen absenden müsste und dann schließlich irgendwann in den Kern hineinfallen könnte. Also diese Vorstellungen waren widersinnig, trotzdem konnte man diese Spektrallinien, von denen ich vorhin sprach, die dunklen und die hellen Linien, wunderbar erklären. Für Wasserstoff zumindest, das einfachste Atom ging das. Für andere Atome, na, da hat man sich etwas schwer getan, aber es ging. Man konnte sich erklären, wie Licht aufgenommen und wie Licht abgegeben würde. Und dass das nur in speziellen Energien, sprich mit speziellen Wellenlängen oder Frequenzen, möglich ist. Damit konnte man also nicht nur Emissionen und Absorptionen erklären, auch den Laser später, die Funktionsweise des Lasers. Einstein hat ja den Laser vorhergesagt, in Anführungszeichen, also diese Möglichkeit der Lichtverstärkung. Auch alles das ging. Aber die Sache hatte natürlich einen Haken. Es basierte auf widersprüchlichen Annahmen, diese sogenannten Bohrschen Postulate, das haben die Physiker eine ganze Zeit umgetrieben, bis man dann letztendlich gesagt hat, also wir verzichten auf diese ganzen Bilder von diesen Bahnen und so weiter, wir nehmen das, was wir messen können, das sind die Lichtfrequenzen und entwickeln darauf ein Bild. Und dieses Bild nennt man dann die Quantenmechanik, also Matrizenmechanik einerseits von Heisenberg und die Wellenmechanik von Schrödinger. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen hier, das wäre eine Vorlesung für sich, aber diese Bilder vom Atom wurden abstrakter. Also diese schöne, anschaulichen Sachen mit den Bahnen, da hat man die Sache dann rausgelassen. Heute taucht es immer noch in den Lehrbüchern auf, um den Leuten überhaupt eine gewisse Vorstellung zu geben, was denn da passiert. Aber es ist, wie gesagt, nicht ganz richtig. Um nicht zu sagen, es ist falsch. Gut, also es gab noch ein Phänomen. Ich hatte vorhin schon gesagt, der Planck hat die Sache statistisch angegangen. Diese Prozesse, die Sie hier, diese Quantensprünge, wie Sie sie hier sehen, die verlaufen auch nur statistisch. Das ist nun eine etwas merkwürdige Sache. Also wenn da so ein Photon kommt und mit dem Elektron wechselwirkt, dann bedeutet das nicht, dass diese Wechselwirkung auch wirklich stattfindet. Die findet nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit statt. Also es geht oder nicht. Man kann immer nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Die Elektronen können auch wieder runterfallen und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit tun sie das und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit emittieren sie dann Photonen. Also das ist natürlich eine ziemlich schwierige Geschichte. Und mit diesem Wahrscheinlichkeitsbegriff taten sich viele sehr schwer. Unter anderem der große Einstein. Der hat, obwohl er die Quantenhypothese selbst ins Leben gerufen hat, mit dem Licht, dann an seinen Kollegen Max Born einen berühmten Brief geschrieben, aus dem ich mal zitieren darf. Die Quantenmechanik, also diese Mechanik dieser kleinen Teilchen, ist sehr achtungsgebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass das noch nicht der wahre Jakob ist. Typischer Einstein hier. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt. Mit dem
Alten meinte er Gott. Also würfelt Gott oder nicht. Also, natürlich wissen wir, dass er scheinbar nicht würfelt, weil es ist alles fest. Und diese Wahrscheinlichkeiten, das ist vielleicht nur eine Spinnerei von Physikern in der Mikrowelt. Aber wir können das täglich nachweisen. Heutzutage ist das kein Problem mehr, diese Zufälligkeit, nämlich an einer einfachen Glasscheibe. Wir könnten es hier am Ort nachweisen, wenn ich einfache Geräte aus dem Physikpraktikum mitbrächte. Wir machen mal Folgendes. Wir schicken einen Lichtstrahl auf eine Glasplatte. So, Sie kennen das, man kann von außen nicht immer in das Fenster hineinschauen, weil ein Teil des Lichtes reflektiert wird. Ja? Wenn wir einen normalen Lichtstrahl raufgeben, dann wird also ein paar Prozent davon reflektiert, ein paar 90% gehen durch. Der Einfachheit halber machen wir das jetzt so, dass wir diese Platte etwas beschichten, sodass 50% durchgehen und 50% reflektiert werden. So, wenn ich also jetzt einen Laserpointer habe, ein Milliwatt draufschicke, dann ist bei jedem Detektor die Hälfte davon, ein halbes Milliwatt, angekommen. Alles super. Ja? Kein Problem. Jetzt machen wir es aber so, der Lichtstrahl besteht ja aus Portionen. Wir drehen die Intensität immer weiter runter, sodass wir dann letztendlich, nicht wie bei einem Laserpointer, wo wir 10 hoch 15 Photonen pro Sekunde haben, sondern nur ein paar einzelne pro Sekunde haben, einzelne Photonen da drauf geben. Die habe ich jetzt hier mal wieder besseres Wissens als kleine Bälle gemalt, aber man muss es ja irgendwie vergegenwärtigen. Wir geben also einzelne Photonen drauf und was passiert? Ein Photon kommt auf diese Platte und geht durch. Das nächste kommt auf diese Platte und geht durch. Das nächste kommt auf diese Platte und wird vielleicht reflektiert. Und den Detektor, machen wir das jetzt mal bildlich, da haben wir hinten so eine Registriereinheit, die immer klick, klick, klick macht, wenn da so ein Photon ankommt. Und unten macht sie auch klick, klick, klick. Und da stellt sich nun raus, wenn es oben klickt, klickt es unten nicht. Und wenn es unten klickt, klickt es oben nicht. Ja, okay. Und wenn man das 10.000 Mal macht, dann sind 5.000 Mal oben Klicks und 5.000 Mal unten Klicks. Auch kein Wunder. Aber, und jetzt kommt's. Und das, dieser einfache Effekt berührt die Physik in den tiefsten Innern. Wir können vorher nicht sagen, wie dieses Photon sich entscheidet. Also ich habe jetzt bewusst dieses menschliche Wort benutzt. Also wie entscheidet sich? Geht es durch oder wird reflektiert? Nun könnte man argumentieren, naja, also irgendwas muss da schon an dem Photon dran sein. Es müsste eigentlich irgendwas an den einen anders sein als bei dem anderen, sodass also ein paar nach oben gehen und ein paar durchgelassen werden. Aber das ist nicht so. Die sind identisch. Und trotzdem kann man nicht sagen, was passieren wird. Geht er in die Richtung, geht er in die Richtung. Also das ist genau das, wovon Einstein sprach. Der hat es nicht auf Photonen bezogen. Es stellte sich nämlich raus, dass die ganze Welt quantisiert ist. Aber an den Photonen können wir es sehr schön messen. Wie gesagt, im einfachen Praktikum kann man das machen. Also, das ist es aber noch nicht, dass wir nicht genau sagen können, was passiert. Die Physik hat ja immer den Anspruch, wir können genau berechnen, was passiert. Vorher, es gibt die newtonschen Formeln, jetzt ist es hier, dann ist es da, später ist es dort. Das kann man, lernt man im ersten Semester, lernt man schon in der Schule. Bei den Photonen scheint das nicht so zu sein, obwohl wir sie ja, richtig, die knallen irgendwo drauf, es muss ja irgendwie materiell vorhanden sein. So ist es ja nicht, der Detektor reagiert ja. Die Sache wird noch viel schlimmer, wenn wir diesen Aufbau noch etwas erweitern. Es ist so, dass wir zunächst mal diesen 50-50-Strahlteiler noch wieder haben. Wir führen aber das Licht zweimal, 50-50, über Spiegel wieder auf einen anderen Strahlteiler und dort wird das Licht wieder kombiniert. Also es gibt die Möglichkeit, dass das Licht unten herumgeht durch den oberen Strahlteiler auf Detektor 2 oder an dem Strahlteiler auf Detektor 1. Oder oben andersrum, ich habe leider keinen Pointer jetzt hier, es geht nach oben, doch, ich habe doch einen, machen wir es doch. Entweder es geht so rum wird hier geteilt und hier auch, oder es geht hier rum geht hier, wird hier auch geteilt und hier. Also es hat alle Möglichkeiten dieser Welt. Das Licht. Und wenn wir also einen normalen Lichtstrahl benutzen, dann ist das wie gehabt. Erstaunlicherweise gibt sich hier nämlich, dass das Licht zu 100% auftritt und hier zu 0%. Warum ist das so? Hier ist es so, dass das Licht geht einmal durch, wird reflektiert, wird nochmal reflektiert. Also ich werde es ein bisschen physikalisch. Ne? Also durchgehen, reflektiert, reflektiert. Hier wird es reflektiert, reflektiv, durchgehen. Also beide Strahlen bis hierhin haben die gleiche Geschichte, wenn Sie so wollen. Es wird
geht einmal durch und zweimal reflektiert, da kommt Berg auf Berg, es kommt ein Superberg raus, das Licht 100%. Anders ist es hier, Licht geht hier durch, hier rum und geht durch. Also wird durchgelassen, wird reflektiert, wird durchgelassen, durchgelassen, reflektiert, durchgelassen und hier reflektiert, reflektiert, reflektiert. Also unterschiedliche Geschichte. Und das führt dazu, dass sich diese Wellen etwas verschieben und Berg auf Tal kommt und damit eine Auslöschung stattfindet, so wie wir es bei entspiegelten Brillen beispielsweise kennen. So weit, so gut. Klassisch. Jetzt drehen wir wieder diesen Lichtstrahl weiter runter, sodass die einzelnen Photonen auftauchen. Was passiert? Ja, der Detektor nimmt alle Photonen und der nimmt gar keine. Das ist nun insofern merkwürdig, dass man nun sich denken sollte, also hier wird nochmal entschieden, geht er hier rum oder darum, also hier geht die Hälfte hier rum, hier lang und hier und die Hälfte wieder hier. Es müsste sich eigentlich 50-50 verteilen und hier auch. Aber wenn wir jetzt Folgendes machen, wir blocken diesen Weg hier. Wir sagen, okay, 50% der Photonen laufen in die Hand, die ich dazwischen halte. Dann gehen hier 50% durch, hier lang und hier teilen die sich tatsächlich 50-50 aus. Also in dem Fall 25%, 25%. Also den Weg gehen sie. In dem Moment, wenn ich hier durchlasse, dann taucht hier wieder gar keins auf und hier wieder 100%. Also unten der macht klack, klack, klack und oben der macht gar nichts. Und das kann ich auch, die Photonen kann ich schicken und dann kann ich ein Jahr warten und das nächste Photon schicken und dann das nächste und das nächste und das nächste. Die landen alle hier. Diese Aufteilung hier scheint gar nicht stattgefunden zu haben. Aber in dem Moment, wenn ich den Weg blocke, dann verteilen sie sich auf. Und das kann ich nur erklären, wenn ich sage, also dieses Photon da, das geht beide Wege gleichzeitig und überlagert sich dann mit sich selbst. Obwohl wir ja gelernt haben, dass ein Photon nicht teilbar ist, geht es offenbar verschiedene Wege. Und ich kann diese Wege also nicht bloß hier im Labor machen, ich kann da diese um die ganze Stadt rumführen lassen oder von einer Stadt zur anderen und sich dann überlagern lassen. Also das Photon ist etwas, was sich unglaublich ausdehnen kann. Und in dem Moment, wenn ich es nachweise, bricht diese große Verteilung zusammen und wir haben dieses scheinbare Teilchen vor Ort. Ich benutze jetzt den Begriff Photon, den hat man dann etwas 20 Jahre nach Einstein eingeführt, 1926, für diese Lichtquanten, das hatte ich vergessen zu sagen. Also diese Lichtquanten sind unglaublich breit. In dem Moment, wenn wir sie nachweisen, mit dieser Nachweistechnik, mit diesem, wenn Sie so wollen, Klicken, dann sind sie an einer Position. Und zwar dann mit 100%, weil ich höre es ja klicken. Also das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Die Sache geht noch weiter, indem wir beispielsweise nichtlineare Kristalle anregen. Das ist also ein Kristall, wo verschiedenfarbiges Licht dann rauskommt. Und es stellt sich nun raus, wenn wir das tun, und zwar nun einzelne Photonen erzeugen, dann kann es sein, dass wir diese Photonen auch in unterschiedliche Richtungen lenken können und dass diese beiden Photonen auf merkwürdige Weise, Einstein nannte das spukhaft, verbunden sind. Wenn ich nämlich ein Photon einfange oder versuchen will nachzuweisen oder dessen Eigenschaften festlegen will hier drüben, passiert es, dass sich instantan, wie weit das andere Photon auch entfernt ist, dieses in dem Fall Photon 1 in einen bestimmten Zustand begibt. Also, es besteht eine Verbindung, die sofort realisiert wird. Das ist schon erstaunlich. Und das hat man in den 90er Jahren das erste Mal nachweisen können, dass es wirklich Verbindungen zwischen weit auseinanderfliegenden Photonen oder Quantenobjekten geben kann. Es geht nicht nur bei Photonen so. Und in diesem Jahr ist es der Truppe um Herrn Zeilinger, Österreicher, der auch manchmal Mr. Beam genannt wird, Folgendes passiert. Man hat auf das Photon 2, die Photonen der zweiten Art, auf ein Objekt geführt und konnte von diesem Objekt ein Bild mit dem anderen Photon erzeugen. Also wir haben ein Bild mit Licht erzeugt, was dieses Objekt nie gesehen hat. Also wenn ich sage wir, dann rede ich in der Community der Physiker. Also der Zeilinger hat und seine Truppe hat wirklich gezeigt, dass Merkwürdiges damit machbar ist und dass man das auch technisch umsetzen kann. Ja, man kann Dinge fotografieren mit Licht, was dieses Objekt überhaupt nicht berührt hat.
Das erinnert eben sehr stark auch an Science Fiction, wie zum Beispiel Star Trek, wo man das sogenannte Beamen praktiziert. Hier wird ein Mensch dematerialisiert, an der anderen Stelle wird er aufgebaut, dazwischen ist er nie gewesen. Also solche Vorstufen gibt es hier schon und das alles können wir mit diesem Photonenbild versuchen zu erklären, sagen wir es mal so. Andererseits ist es so, dass wir uns diese komplexen Sachverhalte natürlich, dieses Bild habe ich selber gemalt, das ist jetzt nicht so aus der Publikation hier, da, wenn ich das Bild Ihnen zeigen würde, würden Sie es nicht verstehen, nehme ich mal an, es sei denn, Physiker unter Ihnen sicher, aber normale Leute nicht. Also man muss versuchen trotzdem, diese Sachverhalte in irgendeiner Weise bildhaft zu machen, wohl wissend, dass man die Bilder, die man verwendet, dass diese Bilder sehr, sehr problematisch sein können. Zum Beispiel, man braucht Arbeitsmodelle, Ingenieure brauchen das, Experimentalphysiker brauchen das, um überhaupt erstmal arbeiten zu können. Sie können nicht immer Grundsätzliches diskutieren, das wird nichts. Also Arbeitsmodelle, die praktisch sind, die anschaulich sind, die nützlich sind, aber eben im Kopf zu merkwürdigen Verschränkungen führen. Wie zum Beispiel das hier, was wir jetzt im Nobelpreis für 2014 in der Fachmitteilung lesen können. Das ist das sogenannte Bender-Modell. Diesen Nobelpreis gibt es ja für die Entwicklung von blau leuchtenden Leuchtdioden. Und da geht man davon aus, in diesem Bild, dass Elektronen kleine rote Kügelchen sind, dass fehlende Elektronen weiße Kügelchen sind, dass man hier, dass diese Kügelchen hier runterfallen, die sogenannte Rekombination dann diese Photonen emittieren und diese Photonen dann als Schlangenlinie darstellen. Natürlich ist das nicht so. Und man kann, wenn man diese Kugelbilder nimmt, schon überhaupt nicht erklären, wie diese Bänder hier zustande kommen. Ja, also da muss man die Welleneigenschaften mit zu Rate ziehen. Trotzdem benutzen wir diese Bilder täglich, die also stark an das Bohrsche Atommodell erinnern hier. Wir wissen nur, es gibt Grenzen, aber wir können damit einen Milliardenmarkt aufbauen, wie eben die zukünftige Beleuchtung, die ja über diese blauen oder violetten Laser- oder Leuchtdioden realisiert werden wird. Also wir brauchen Bilder, einfache Bilder, wohl wissend, dass sie falsch sind oder begrenzt richtig sind. Wir können also die LEDs erklären, wir können Solarzellen erklären, wir können damit erklären, wie Digitalkameras funktionieren, wie Ihr Scanner funktioniert zu Hause, wie ein Fax funktioniert. Alles das geht mit diesem Bild. Aber wenn man weiter fragt natürlich, ja, was ist denn das Photon nun, was da nun rauskommt, mit diesen Kugeln hin und her springen oder sowas, dann darf ich nochmal den Vater der Lichtquanten, den Einstein, zitieren. Der hat am Ende seines Lebens dann gesagt: Die ganzen 50 Jahre bewusster Grübelei haben mich der Antwort der Frage, was sind Lichtquanten, nicht näher gebracht. Heute glaubt zwar jeder Lump, er wisse es, aber er täuscht sich. Also wir sind alle Lumpen, ich weiß, dass ich nichts weiß, könnte man sagen. Wir sind im Prinzip nicht viel weiter mit dieser Einstellung. Wir benutzen das Modell, aber wir wissen, dass es Grenzen hat. Und dann muss man noch etwas sagen. Einstein hat ja im Jahr 1905 nicht nur die Lichtquantenhypothese rausgebracht, sondern er hat auch die spezielle Relativitätstheorie entwickelt. Und in dieser Theorie spielt das Licht eine ganz zentrale Rolle. Einstein stellt nämlich fest, dass die Lichtgeschwindigkeit eine ultimative Geschwindigkeit ist, mit der sich nichts bewegen kann, was eine Masse hat, als was wir wiegen können. Alles das, was schwer ist, kann nur näherungsweise an die Lichtgeschwindigkeit rankommen. Und wenn wir so ein System betrachten, was immer schneller und schneller wird, dann stellt sich heraus, von außen betrachtet, dass in dem System die Zeit immer langsamer läuft. Und rein theoretisch, rein rechnerisch, müsste die Zeit stehen bleiben, wenn sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Lichtquanten, Photonen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, also müsste für sie die Zeit stehen bleiben. Da sind wir schon mal an den Grenzen zur Theologie. Kann es etwas geben, was die Ewigkeit repräsentiert? Ist ein Photon oder sind Photonen ewig? Könnte man meinen. Es gibt aber nun Überlegungen, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Und ein junger Mann hier aus Heidelberg hat im letzten Jahr einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben, How stable is the photon? Also,
Ist das Photon wirklich ewig oder kann es irgendwann zerfallen? Julian Heeg hat die Hintergrundstrahlung analysiert. Das ist die Strahlung, die übrig geblieben ist, nachdem unsere Welt beim Urknall entstanden ist. Diese Strahlung wird seit einiger Zeit von Satelliten aufgenommen und man kann da sehr schön oder man versucht zu erklären, was damals passiert ist vor 13,8 Milliarden Jahren. Und der Herr Heeg hat nun festgestellt, dass es diese Daten, die man da aus der Frühzeit des Universums hat, dass diese Daten nicht der These widersprechen, dass das Photon eine winzig kleine Masse haben könnte. Also es könnte durchaus möglich sein, wir können es nicht ausschließen. Das Photon kann damit zwar sehr schnell sein, aber nicht die Grenzgeschwindigkeit erreichen und damit irgendwann zerfallen. Also das Problem der Ewigkeit haben wir vielleicht nicht, weil es die in der physikalischen Welt gar nicht gibt. Trotzdem gibt es natürlich neben diesem Phänomen, ist nun Photon stabil oder nicht, eine ganze Reihe von anderer Sachen, die wir noch nicht klären konnten. Zum Beispiel, Licht wechselwirkt ja mit normaler Materie, aber die Materie, die wir kennen, so dass hier fest ist, das macht nur 5% des Universums aus. Der Rest, 95%, ist etwas, von dem wir keine Ahnung haben. Also ein Viertel davon ist ungefähr ein Viertel, ist sogenannte dunkle Materie. Die wechselwirkt nach allem, was wir heute wissen, mit Licht überhaupt nicht. Und dann gibt es noch ein paar 70% des Weltinhalts. Das ist eine Art von Energie, von der wir auch keine Ahnung haben. Die soll wohl die Expansion des Weltalls antreiben oder beschleunigen. Aber was es ist, wissen wir nicht. Also wir wissen von 95% der Welt überhaupt nichts. Es gibt also da noch viel zu tun zum Thema Licht und zum Thema Materie und Wechselwirkung zwischen beiden. Die große Theorie, gibt es ja verschiedene Anläufe, die man da erstellen will, inklusive dieser dunklen Materie und dunkler Energie, die wird sicherlich eher noch komplizierter und abstrakter werden als das, was ich heute versucht habe, Ihnen vorzustellen. Es wird nicht so sein, wie man häufig erwartet hatte in den 20er, 30er Jahren, Einstein vornehmlich, dass man sagt, also diese Quantentheorie ist, wie er gesagt hat, nicht der Jahre Jakob. Vielleicht finden wir dann doch etwas Anschauliches. Also die neue Theorie, die wir so entwickeln werden oder mit der wir konfrontiert werden, wird eher noch unanschaulicher. Und da wird es noch mehr darauf ankommen, Bilder zu entwickeln. Es ist leider so, in den heutigen Schulen und Hochschulen auch, dass man nicht immer den Bildern entsprechend viel Aufmerksamkeit widmet. Dass man sogar sagt, die alten Bilder brauchen wir nicht, weil sie die Schülerinnen und Schüler vielleicht auf falsche Fährten bringt. Beispielsweise das Bohrsche Atommodell. Aber wir können auf die Bilder der alten nicht verzichten. Also wenn Sie mir die etwas laxe Bemerkung erlauben, wir können den ganzen Michelangelo nicht in die Tonne treten, nur weil es damals vor 13,8 Milliarden Jahren anders zugegangen ist, als so, wie wir es hier in der Sixtinischen Kapelle sehen. Ja? Wir brauchen die Bilder unserer Altvorderen. Wir sollten vielleicht sogar mehr auf sie achten und diese Forderung, wir können uns kein Bild machen, dem würde ich ein energisches Doch dagegen setzen. Wir müssen uns Bilder machen und keine komplizierten, sondern auch einfache. Wir müssen dabei aber sagen, die Bilder, die wir hier haben, die oder die oder die, haben ihre Grenzen. Und diese Grenzen müssen wir benennen. Und dann können wir diese Bilder auch sehr effizient anwenden. Also, wir werden noch vieles erleben, hoffentlich Überraschungen erleben, die mit dem Licht zu tun haben. Wir sollten unser Auge schärfen für das Licht, was da kommt und für die Erkenntnisse. Und deshalb möchte ich mit einem, anknüpfend an Thomas Mann, mit einem schönen Zitat von Bernhard von Clairvaux aus dem 11. Jahrhundert enden. Der hat geschrieben, reinige das Auge, damit du das reinste Licht schauen kannst. In diesem Sinne reinigen wir unsere Augen und hoffen und warten, was da kommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.